liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Airline Tycoon. In Mission Nummer 4 dürfen wir uns mit ganz vielen Routen auseinandersetzen. Oh, da. So, jetzt haben wir zwei Postkarten, das ist schön. Ja, wir haben schon eine Route etabliert, die läuft aber noch nicht ganz so rund. Ah, ihr habt natürlich geschlossen, macht gleich jetzt auf. Ich könnte aber schon mal gucken, wie der aktuelle Preis auf dem Kerosinmarkt hier aussieht. So, dann einmal aus den aktuellen Tanks heraus bitte versorgen. Ich wünschte, man hätte hier einfach mal so eine Info über die, ne? Ich meine, hier Qualität und so ist schön und gut, aber, ne? Von wegen, was ich halt immer wieder suchen muss und was ich nur finde, wenn ich es verkaufe. Ich habe jetzt keinen anderen Spot gefunden. Ihr könnt mir da mal helfen, wenn ich was übersehen habe, wo man nachsehen kann, wie viel ein Flugzeug verbraucht, außer wenn man es verkauft. Nee, ist nicht so. Berlin, Rio bis Montag. Okay, Prämie ist nicht so pralle. Okay, die Schlange, die ist... Vielleicht müssen wir den Käfer stammen, wenn er da kommt? Ich weiß es gerade nicht. Ah, Singapur, Berlin, irgendwie reizt mich das, aber... Nope. Leider nein, leider gar nicht. Man da angeblich was nehmen kann, ich weiß es nicht. Wo wollte ich hin? Ach, ich wollte, stimmt. Ich versuch's erst noch mal hier. Vielleicht geht er da jetzt mal die Luke auf. Und dann gehen wir in den Duty Free und für den Mechaniker ein bisschen Schnaps. Ich möchte leiden. Wann durch unsere fortschrittliche Pro. Ich möchte ein wunderbar. Ich wünschte, ich hätte dafür die Kohle. Ach, da ist das Ding. Sehr schön. Zack. Dann bringen wir den einmal zur Besitzerin zurück. Und dann? Na gut. So, den kaufen wir und. Nehmen wir da mal die ohne Hacke. So, dann bringen wir erstmal den Schnaps, den Mechaniker. Ach, wobei, nee, das ist... Ja, ich meine, ich habe es jetzt gekauft, jetzt werde ich es machen. Mir ist gerade nur wieder eingefallen, was dann der Benefit davon ist. Der Benefit ist einfach nur, dass wir von ihm, das habe ich vergessen, ein bisschen Öl kriegen, womit dann unser Globus nicht mehr quietscht. Was ja also gar nichts bringt. Hey. Guck mal, da rennt sogar, wenn man die den entsprechenden Buchstaben auf der. Was ist das denn? Ach, hier können wir eine Flugzeuge. Ach, das ist ja geil. Warte mal. So, 280, wir brauchen 500. Sehr leise, ja. Ach du Gott. Bauen wir das mal dran, so hier hinten. Packen wir dich daran, so Flügel leise und normal.
Sound. Ich nehme jetzt einfach mal die. Aber die Reichweite ist, warte mal. Reichweite hat jetzt gar keine mehr, interessant. Eine 56 km/h Geschwindigkeit, das ist ja nett. Ach so, Moment, ich muss ja hier erstmal Rotoren vielleicht dran machen. Immer noch nur 2200 Reichweite, warte mal. Also ich meine, wir werden es jetzt sowieso nicht machen, aber wir können uns das Ganze einfach schon mal angucken. ...5000 Reichweite, das sieht schon besser aus. Ach Mist, jetzt haben wir... Ha! Nee, er hat's gespeichert. Gut, wir lassen das Design erstmal so. Upsa. Können wir irgendwas klauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, den fahrenden Mixer können wir leider auch nicht klauen. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei der Hightech Design Corporation. Wie geht es Ihnen? Was kann ich für Sie tun? Möchten Sie einen Cappuccino? Sie sind hier neu am Flughafen, oder? Wir haben gerade eröffnet. Die Hightech Design Corporation ist Ihnen natürlich schon lange ein Begriff. Da bin ich mir sicher. Sie kennen bestimmt schon eine unserer vielen Filialen weltweit. Jeder halbwegs kompetente Manager kennt uns. Nein. Doch. Die Hightech Design Corporation ist weltweit bekannt für ihre Airframe Customization Services. Für was? Wir bauen Flugzeuge nach Maß, nach ihren Angaben. Okay. Mal gucken, was uns sonst noch zu erzählen hat. Ein neues Flugzeug. Da sind Sie genau richtig bei der Hightech Design Corporation. Es war eine weise Entscheidung, zu uns zu kommen. Schon daran erkenne ich den exzellenten Manager in Ihnen. Bitte suchen Sie sich das Modell aus. Unbenannt. Eine wunderbare Konstruktion. Sie haben nicht genug Geld dafür. Aber das ist für Sie bestimmt kein Problem, oder? Na gut, mit dem Geld müssen wir erstmal schauen. Aber das ist später Problem. Okay, jetzt ist hier so eine Kontrolle und ein Hund. Interessant. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld verloren, aber das war, glaube ich, diesem einen Auftrag geschuldet, der ein bisschen verlustreich war. Warte mal, wir können ja mal schauen, wie jetzt sonst aktuell die Route so performt. Und überhaupt, wo wir jetzt monetär stehen werden. Ja, guck, 79, es wird etwas besser. Mal schauen, was hier auf dem Rückflug kommt. Gut, müssen wir gucken. So, da ist der Gewinn da. Jetzt kommt erstmal hier eine 500.000 Verlust. Und dann bin ich sehr auf die Route gespannt. Ich hoffe, dass die uns viel Geld generieren wird. Wenn nicht, dann, ja, werde ich früher oder später vor einem Problem stehen. Was Neues hierbei. Maurice Berlin wäre okay, aber bei der kurzen Reichweite weiß ich nicht. Ich frage mich auch, was ist hier oben, ob das irgendwas bringt, weil diese Vitrine, die war ja auch nicht immer da, ne? Schwierig, schwierig. Aber nun gut. Kann man nach dem Image von der Route fragen? Aber ich mache, glaube ich, direkt schon mal die Route für Berlin, New York und bewerbe die ein wenig. Okay, ein paar Flugblätter, Anzeigen.
Wir nehmen dich an den Kinofilm. Unterbringen? Aber sicher, vielleicht kriege ich sie in den nächsten Spielberg-Film. Und kann ich sonst... Nö, ansonsten war's nett. Was macht denn hier unser leicht terroristisch veranlagter Freund? Weil da sind ja oben Pfeile, glaube ich, die man nehmen kann. Dieses Zimmer. Kein Inter. Ich hab. Kein. Was können wir dem denn geben? Mensch, ärgerlich. Dieses. Ach so, Moment, ich muss ja erst. Ach, den Geigenkopf habe ich vergessen. Zack. Drücken Sie. So. Finger weg! Kein. Ach Gott, was können wir ihm denn geben? Ich hab's tatsächlich vergessen zu googeln vorher. Bitte lassen Sie die Diskette mit dem Antivirenprogramm da liegen. Ich brauche. Ah, guck mal, schau. Diskette mit Antivirenprogramm. Und wahrscheinlich würden wir die kriegen, wenn wir den Pfeil von dem Terroristen kriegen, den wir dann einfach hier reinwerfen. Ist das so meine Vermutung, deswegen kam ich da drauf. Und das würde uns im Zweifel helfen, wenn sich ein Scharlatan versucht, uns digital zu terrorisieren. Mal kurz geschaut, ob beide ausgelastet sind für den nächsten Tag. Jetzt, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir Schicht und wir schauen mal, wo wir monetär stehen. Okay, ich habe zwei Flugverbindungen. Jo. Hallo zusammen. Möchte jemand Kaffee? Dann fangen wir an. Nach meinen Informationen haben Sie bisher von den 12 Routen folgende in Ihrem Flugplan. Somit führt Falcon Lines. Kommen wir zu den Details. Beginnen wir mit Sunshine Airways. Ich bin mit Ihnen eigentlich zufrieden, es ginge aber sicher besser. Ihre Flugzeuge sind in einem sehr guten Zustand. So sehe ich das gerne. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Und weiter mit Falcon Lines. Ihr Image ist durchschnittlich. Besser. Wäre besser. Ihre Flugzeuge sind in einem sehr guten Zustand. So sehe ich das gerne. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Als nächstes zu Phoenix Travel. Ihr Ruf ist normal, aber normal ist nicht genug. Er sollte besser werden. Ihre Flugzeuge sind in einem sehr guten Zustand. So sehe ich das gerne. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Und zuletzt Honey Airlines. Alles normal. Normal bedeutet Durchschnitt. Sie können es sicher besser, oder? Ihre Flugzeuge sind in einem Top-Zustand. Sie sind ein Vorbild für uns alle. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Dann wär's das. Ich danke für Ihre Zeit. Ja, bitteschön. So, und da machen wir jetzt gerade 80.000 Miese. Ja, guck mal, es wird doch so langsam... Langsam wird die Route ein wenig profitabler. Das finde ich sehr gut. Und hier, ja, das wird noch ein bisschen Ratespiel bleiben, vorerst. Ich bin jetzt voll rüber. Oh, nee, komm. Ist die Tür nebenan. Da muss ich jetzt. Ach, ist ab. Ja, okay. Nee, dann. Ich wollte sagen. Das ist voll rüber zu laufen. Aber wenn er eh noch zu hat. So. Ah, warte mal. Stimmt. Ich sollte mich noch nach weiteren Beratern umschauen. Einen Finanzberater. Hochbegabt, den nehmen wir. Wie gesagt, da weiß ich noch nicht, was der bringen soll. Er schließt sich mir noch nicht. Wenn ich dran denke, werde ich es vielleicht mal googeln. Ausgehen, blättern Sie eine Seite weiter. Okay. Okay, aber die aufgedröselt, da kriegen wir es nicht. Ach, da brauche ich einen Informanten. Alles klar. Schau mal kurz, was die Finanzmärkte so hergeben.
Oh, Sollzinsen um 1% gedrückt. Sehr schön. Ihre Firma hat eine Menge. Die Hälfte. Zu welch aber ein welchen Preis? So. Meine Aktien. Ich fasse zusammen. Neue Aktien zu diesem Preis ausgeben. Ja. Ja. Ich bedanke mich im Namen der Bank für den Auftrag. Sehr schön. Kann man hier eigentlich auch irgendwo was einsammeln? Nope, anscheinend nicht. Egal. Wie schaut es eigentlich mit den Tanks aus? Ist da überhaupt noch was drin? Das ist alles leer, mein Gott. Okay, der eine Flieger, der verbraucht einfach zu viel. Wie sieht denn der Preis aus? 539. Ich sollte mal gucken, dass ich zeitnah noch was kaufe. Sobald der Edge aufmacht, macht er um 11 oder um... Nein, er macht jetzt auf. Perfekt. Dann schnell nochmal hin. Ich will gerne. Was kann ich? So, dann warten wir erstmal. Lassen aktuell noch zum Marktpreis betanken. Wo wollte ich hin? Ach genau, es ist noch ein bisschen Zeit, deswegen lasse ich die mal ein bisschen voranschreiten und dann nochmal zur Werbeagentur. Weil ich gerne nach dem Image meiner Firma fragen will. Habe ich jetzt auch schon ein bisschen Werbung für geschaltet und deswegen will ich auch gucken, ob das schon Früchte trägt oder... Wie Sie sind noch völlig unbekannt. Super. Hat die Kampagne voll was gebracht? Was stimmt denn nicht mit dir? Bei der Bitterfeld passen, glaube ich, irgendwie 168 Leute rein, ne? Das heißt, das ist jetzt so... Ja, aber wisst ihr was? Ich sollte mal vielleicht ein bisschen... Was ist das? Sitzkomfort und Essen. So. Ob das jetzt so sinnvoll war, wird sich zeigen. Aber ihr Lieben, das werden wir erst beim nächsten Mal sehen. Denn an der Stelle machen wir einen kleinen Cut. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.